Kennst du das auch? Du würdest gerne umrüsten von AGM auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien und weißt aber nicht so richtig, wie das geht. Wie wäre das, wenn du nach diesem Video weißt, wie das geht und worauf du überall zu achten hast? Wenn dich das interessiert, bleib schön dran. Wenn dir mein Video gefällt, hinterlass mir gerne ein Like. Auch über ein Abo freue ich mich. Und wenn du es auch teilst, bin ich dir noch sehr zu Dank verpflichtet. Alles Weitere folgt wie immer nach dem Intro. Hi, ich bin der Markus und mein Video wird in mehrere Kapitel unterteilt sein. Das erste Kapitel ist die Funktion und beziehungsweise der Vergleich der Batterien AGM zu Lithium. Der zweite Teil wird sein Außeneinbau der Batterien. Und der dritte Teil wird sein Inbetriebnahme beziehungsweise Einstellungen von den einzelnen Gerätschaften wie Ladebooster, Ladegerät, etc. Warum ist eine Lithium-Eisenphosphat im Gegensatz zu einer AGM im Vorteil? Ja, ganz einfach. Aus einer AGM-Batterie kann ich 50% meiner Kapazität rausholen. Als kleines Beispiel, ich habe eine 100 Ampere-Stunden AGM, kann ich genau 50 Ampere rausziehen. Aus dieser hier kann ich nahezu 90% rausziehen. Das heißt, ich habe 40% Differenz. Jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, ich habe hier hab ich jetzt, das sind 2x50, parallel geschaltet sind das auch 100 Ampere-Stunden, also habe ich hier 90 Ampere-Stunden, die ich als Nutzung habe. Der zweite Vorteil ist das Gewicht. Eine Batterie wiegt 5,5 Kilogramm, mal 2 sind wir bei 11 Kilogramm. Meine AGM-Batterie wiegt schon alleine 26 Kilogramm. Also das ist knapp etwas mehr als die Hälfte an Gewichtseinsparung, was natürlich für jeden Wohnmobilisten auch interessant ist. Ja, denn ein weiterer Vorteil ist, sie ist langlebiger. Also hier spricht man davon von Ladezyklen größer 3000 Stunden, 3000 Ladezyklen. Das heißt, wenn man mal überlegt, das könnten ungefähr so 10 Jahre sein. Wenn ich meine AGM, die hat glaube ich mit 1000, ja, dann bin ich vielleicht bei 3 Jahre. Ne? Und dann ist aber auch schon, also dann sagen sie immer noch, dann habe ich immer noch 80% der Kapazität vorhanden. Bei der AGM, die ist dann platt. Die ist dann einfach, ja, platt. Was ist ein Nachteil von den Batterien? Nachteil ist der höhere Preis. Eine AGM für 100 Amperestunden kriege ich so um die, ja, 150 bis 200 Euro. Da komme ich aber bei einer Lithium-Eisenphosphat nicht weit. Also, wenn ich 2x50 Amperestunden jetzt mal von Marken her, also die haben jetzt knapp 300 Euro gekostet, ist aber auch kein Markenhersteller in dem Sinne. Wenn ich einen Markenhersteller nehme wie Bultron oder Linetron, bin ich mal schnapp bei fast 1000 Euro. Also, so in den Dreh rum. Das ist ein Nachteil natürlich, wo man sich Gedanken machen muss, ist es mir das wert oder ist es mir nicht wert. Der zweite Nachteil ist die Temperaturempfindlichkeit. Also hier sagt der Hersteller, du kannst bis minus 20 Grad entladen, aber dann auch nur noch 60% der Kapazität. Und laden geht nur bis 0 Grad. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wenn ich wirklich in den Bereich kommen sollte, dass ich bei 0 Grad noch laden will. Muss ich mir irgendwo eine kleine Heizung einbauen, sodass ich die Batterien vorwärme? Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien gibt es auch als Arctic-Variante. Also Arctic heißt dann für kältere Regionen. Die sind dann angegeben bis minus 30 Grad. Die haben so eine kleine Heizung hier innen drin eingebaut und dann wird die Batterie vorgewärmt. Jetzt habe ich aber auch genug erzählt. Jetzt wollen wir mal praktisch werden. Ich gehe jetzt mal raus mit euch und werde anfangen, das ganze Thema auszubauen, beziehungsweise euch zu erklären, wie ich das mache. Stop Record. Stop Recording. Ja, ich gehe jetzt hier zu meinem Batteriefach. Das ist hier. Das kennt ihr mit Sicherheit ja schon. Ich ziehe jetzt als erstes den Landstromstecker, weil ich will ja das ganze Strom, den ganzen Strom trennen. Ja, somit habe ich jetzt erstmal den Strom getrennt.
Dann mache ich jetzt hier meine Klappe auf. Und dann seht ihr, wenn es gleich ein bisschen heller geworden ist, hier den Schalter, den lege ich jetzt um. Somit habe ich den ganzen Stromkreis getrennt. Und jetzt geht es da dran, die Gerätschaften rauszuholen, Batterie raus und dann werden wir weitersehen. Ja, ich habe jetzt die Komponenten ausgebaut gehabt. Nicht nur gehabt, sondern ich habe sie ausgebaut. Ich zeige das mal noch mal hier rein. Da seht ihr den Ladebooster, den habe ich von da unten nach da oben umgesetzt. Den Smartstand habe ich von da oben nach da runter gesetzt. Das hat Gründe, weil ich will noch einen zweiten Ladebooster mehr reinbauen. Und dann soll hier mittig das runtergehen, so dass ich dann hier rüber gehen kann auf den zweiten Smartstand, beziehungsweise dann auf die Verteilung wieder. Ja, das ist, was ich gemacht habe. Dann habe ich noch die alte Halterung rausgenommen. Ich habe mir eine neue gebaut. Mit Aluminiumwinkeln aus dem Baumarkt, ganz einfach. Und werde jetzt dann das Ladegerät hier umpositionieren. Das war vorher da unten. Das mache ich jetzt nach hier oben. Und dann kommt die Batterie rein und dann wird noch ordentlich verkabelt. Ja, und dann war es das eigentlich schon. Da ist eigentlich gar nicht so viel. Was wir nochmal drauf achten müssen, ist gleich beim Ladegerät. Ich zeige es nochmal. Und zwar, ich habe ein, ja, schon ein neueres Ladegerät, aber nicht so neu jetzt, sag ich mal, oder sagen wir es mal, ein italienisches Ladegerät. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit umzuschalten, hier umzuschalten auf Predefined Gel Batterie, Predefined Floated Battery und AGM Battery. Und da muss ich jetzt gleich mal in der Bedienungsanleitung schauen, welches das sinnvollste ist für eine Lithium-Ionen-Batterie. Oder nicht Lithium-Ionen, falsch, Lithium-Eisenphosphat. Damit wir dann auch die richtigen Einstellungen haben. Zumindest vom Ladegerät erstmal. Tatsächlich die Batterien eingebaut und ich schwenke nochmal rüber, damit ihr seht, wie das aussieht. Es ist nicht schön, aber das kommt auch noch später, das mit dem Schön, weil ich bin dabei, gerade zu sparen für einen zweiten Ladebooster und für einen zweiten Zwanzstand, sodass ich den Ladebooster auslesen kann und ein bisschen mehr Leistung aus der Lichtmaschine ziehen kann. Aber für den Anfang ist das okay und ist auch funktionsbereit. Ich habe schon den Schalter umgelegt. Das heißt, das System hat schon Spannung. Man sieht es auch hier dran, hier unten läuft ein Lüfter. Also alles Taco. Ja, jetzt gehen wir da drin und fangen dann an, das Ganze zu konfigurieren. Ja, wir sind draußen fertig, aber bevor ich jetzt den Landstrom anschließe, schaue ich erstmal in meine Bedienungsanleitung von dem Ladegerät, ob ich noch was einstellen muss. Die Bedienungsanleitung ist bei mir in 5 verschiedenen Sprachen. Ihr müsst gucken, dass ihr natürlich das Deutsche erwischt. Wie das hat sich so gehört, ne? Und jetzt schaue ich hier. Ich halte es mal ein bisschen näher dran. So. Hier steht Wahlschalter 1 und Wahlschalter 2. Beide aus, Standard, programmierbarer über PC. Ja, das wollte ich dann nicht. Schalter 1 an, Schalter 2 aus, Gel-Batterie, Standard. Dann habe ich Wahlschalter 1 aus, Wahlschalter 2 an, Standard-Bleibatterien. Und dann habe ich noch die Standard-AGM-Batterie, beide an. Und jetzt habe ich mal geguckt, V-Boost, also V-Boost ist in dem Sinne Ladeschlussspannung oder Schnellladung auch genannt, denn macht er 14,5 Volt, meine da 14,7 Volt ab, beziehungsweise 14,6 und somit brauche ich am Ladegerät erstmal nichts nachjustieren und kann gleich den Landstrom anschließen. Und in der V-Float haben wir 13,5 Ampere. Ich denke mal, das sollte passen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich auch gleich was finden. Raspberry, Batterie. Ja, dann gehen wir zuallererst in den Smartstand. Ja, ihr seht, es wird zurzeit mit 14 Ampere geladen, circa um bei 13,31 Volt. Der Zustand wissen wir gerade nicht, den Ladezustand, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn der einmal voll ist, dann können wir es auch noch nachjustieren. Jetzt muss ich natürlich hier sagen, okay,
Jetzt habe ich nicht mehr 85 Ampere, sondern ich habe jetzt 100 Ampere Stunden. Und der Entladungsboden, da bin ich ja richtig toll oder finde ich ja richtig klasse, den mache ich auf 10%. Schweifstrom kann man bei 0,1% lassen. Und den Peukert-Wert, den muss ich noch mal nachschlagen. Beziehungsweise, nee, den lasse ich auf 1,25 an der Stelle fertig. Jetzt kann ich noch die Alarms, wenn die Spannung zu niedrig ist oder die Spannung zu hoch. SOC zu niedrig. Einstellungswert ist jetzt bei minus 10. Bei 10. Und die Freigabe mache ich wieder bei, wenn er bei 40% ist. Also der Alarm, ne? Spannung zu niedrig. Spannung zu hoch. Temperatur zu hoch. Temperatur zu niedrig. Temperatur zu niedrig müsste ich jetzt einstellen. Und zwar bei, wenn es Freigabewert ist, bei plus 10 Grad. Und bei 0 Grad will ich einen Alarm bekommen. Zu niedrig. Bei hoch. Ja, das lasse ich so stehen. Spannung zu niedrig und zu hoch, das lasse ich auch so stehen. Ja, da haben wir noch Verschiedenes. Und damit wären wir schon fertig bei dem Smart Shunt. Beim Victron-Gerät würde ich es jetzt ganz einfach erstmal so machen. Er sagt, er ist ja aus, das ist auch gar nicht richtig so. Und zwar Erkennung des Motorabschaltens würde ich jetzt nicht verändern. Ich würde jetzt einfach nur verändern. Und zwar hier auf Voreinstellungen auswählen und würde dann eine Lithium-Ionen-Batterie einstellen. Das war es auch eigentlich schon, was man bei den beiden Geräten drauf achten muss. Jetzt gehen wir an den Rechner, weil ich habe auch noch ein Grafana-Dashboard und da muss ich natürlich auch ein bisschen was nachjustieren. So, jetzt bin ich am Rechner. Ich hatte ja gesagt, dass ich auch noch ein Dashboard habe von Grafana und dem Venus-System. Dann bin ich schon hier drinne. Jetzt gehe ich hier auf Manage My Dashboard und klicke da drauf. Jetzt seht ihr hier, hier habe ich jetzt noch die Batterien stehen, einmal 85 Ampere Stunden AGM, bla 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 Keksülz. Und das werde ich jetzt natürlich editieren. Das kann ich hier machen, indem ich sage zweimal 50 Ampere gleich 100 Ampere Stunden bei 12 Volt und 90% von 1200 sind, das rechne ich jetzt aber, 1200 mal 0,9 sind 1080, sind 1080 Wattstunden. Und dann schreiben wir nicht mehr AGM, sondern dann schreiben wir Lithium oder Live-Po-4. Und dann tun wir das Ganze sichern. Ja, safe. Gehen einmal zurück. Und jetzt steht hier oben der Wert. Natürlich werden wir jetzt auch hier den SOC-Wert anpacken, beziehungsweise Thresholds, wie man so schön sagt. Dann gehen wir hier auf das. Und dann sagen wir, hier, gelb fängt jetzt bei 20% an und grün ist noch bis 40%. Und das tun wir auch wieder sichern. Und damit haben wir auch unser Dashboard erstmal umgestellt. Jetzt mache ich das Ganze noch als nicht editierbar, damit, wenn ich dann mit meinem Finger auf dem Touch-Display rummache, dass sich das nicht verschiebt. Ja, der Umbau hat ca. 2 Stunden gedauert mit Ein- und Ausbau der Komponenten und das Konfigurieren natürlich der vorhandenen Komponenten, wie zum Beispiel Ladegerät, Ladebooster, Smart Shunt. Das sind die drei Geräte, die ich konfigurieren musste, beziehungsweise ein Gerät war schon konfiguriert, weil das konnte ich stehen lassen auf AGM, das war das Ladegerät, und die anderen beiden habe ich nachjustiert.
Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like, auch über ein Abo freue ich mich. Und wie gesagt, wenn du es noch weiter teilen würdest, würde ich mich sehr darüber freuen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und einen schönen restlichen Sonntag noch.